Leute, Cramix hier, was geht ab, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP und heute, meine Freunde, gibt es mal wieder eine Million Dollar GTA 5 Fight and Sieg Episode. Meine Freunde, außerdem wird dieses Video unterstützt durch The Ants Underground Kingdom. The Ants Underground Kingdom ist das weltweit erste Mobile-Strategiespiel mit Ameisen, Leute, und wurde bereits schon 30 Millionen Mal gedownloadet. Du spielst in dem Spiel den ultimativen Ameisenherrscher und du kannst einfach alles steuern, Leute, das ist richtig cool. Ihr könnt eure eigenen Ameisennester bauen. Ihr könnt eure Armee heranzüchten, Ressourcen sammeln und Allianzen schließen und vieles mehr, Leute. Also wirklich ein sehr, sehr cooles Spiel. Das Spiel spiegelt das natürliche Leben der Ameisen authentisch wider. Es ist dabei auch überlassen, auf welche Weise ihr seltene Ameisen hochzieht. Du kannst einfach Gebiete von anderen Spielern einnehmen und dein eigenes Ameisenimperium aufbauen. Ihr könnt euer komplett eigenes Ameisennest entwerfen und erkunden. Die Ameisenarchitekturen sind einer der Höhepunkte im Spiel. Wie das Nest im Inneren aussieht, entscheidet dabei ihr selbst. Eine Ameisenkolonie kann auf effizient ausgerichtet sein oder auf eine brillante Optik. Aber natürlich gibt es in dem Spiel auch PvE, also quasi gegen den Computer könnt ihr auch kämpfen. Also nicht nur gegen andere Spieler mit ihrem Ameisenbau, sondern ihr könnt auch einfach eure Armeen trainieren und dann zum Beispiel auch gegen Frösche und Eidechsen und andere Tiere kämpfen. Es kann hin und wieder auch vorkommen, dass diese Tiere euren Bau angreifen. Also ist ganz wichtig, dass eure Ameisenarmee immer gut trainiert ist. Und teilweise könnt ihr diese Tiere auch benutzen, um eure Kolonie zu stärken, also quasi als Nutztiere, wie zum Beispiel Skorpione, Krabben und Gottesanbeterin. Außerdem könnt ihr auch spezielle Ameisen züchten, also Helden quasi. Ihr könnt eben je nachdem, wie ihr diese Ameise züchtet, diese auf verschiedene Art und Weisen verstärken. Und in dem Spiel gibt es natürlich auch immer wieder coole Events, Leute, denn jetzt im März 2022 ist das Spiel ein Jahr alt geworden und da gibt es coole Geschenke mit diesem Code, Leute, der Ants One Year. Mit diesem Code könnt ihr euch direkt coole Geschenke klären und habt dann direkt schon mal einen kleinen Startvorteil, ne? Wer jetzt Bock bekommen hat, checkt das Game in der Videobeschreibung aus und ansonsten viel Spaß mit dem Video. Und heute wird mein Gegner Amir sein. Ich weiß nicht, wo der Schmalspurer hier schon wieder steckt. Komm nach oben! Amir? Hä? Wo nach oben? Siehst du mich? Hä? Nein, ich sehe dich nicht. Wo bist du? Ja. Ach, da! Ja, komm mal da runter, du Affe! Ich komm jetzt! Mega Jump und mit Fallschirm! Oh, wo ist mein Fallschirm? Nein! Ja. Aua. Leute, also ihr seht, gegen was für ein Brummi ich heute antreten werde. Also kein Problem für mich. Lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Und hier nochmal ganz kurz zur Erklärung, Leute, wie das Hide and Seek hier in GTA 5 funktioniert. Es gibt hier insgesamt 4 Autos für jeden, die ihr verstecken wird. Jeder hat 10 Minuten Zeit, die Autos hier auf dem Hafengelände hier zu verstecken. Nur auf dem Hafengelände. Sobald man das verlässt, ist man disqualifiziert. Also jeder darf seine 4 Autos hier verstecken. Dann haben wir wiederum 10 Minuten Zeit, um diese zu finden. Und die Autos, die man gefunden hat, darf man danach für eine Challenge verwenden. Also Leute, man muss danach auch noch schlau entscheiden, welche Autos man verwendet. Umso mehr Autos man findet, desto mehr Autos hat man zur Auswahl. Ich glaube, die Regeln hat jeder verstanden. Wie gesagt, lass dein Like und dein Abo da. Und damit würde ich sagen, Amir, es beginnt. Du darfst deine Ropegun verwenden, um Autos irgendwie an besondere Orte zu verstecken. Ich werde fertig machen. Aber ansonsten darfst du nirgendwo irgendwie dich hin teleportieren oder so. Also nur an normale Orte. Ich denke, du weißt schon, wie das läuft hier, ja? Und dann würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal. Let's go. Und ich werde hier einfach mal mit diesem Sportwagen anfangen. Wie gesagt, ab jetzt 10 Minuten Zeit, ja? Oh, Leute, schnell, 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 schnell. Und diesmal machen wir das nämlich ohne Bilder machen, ohne Bilder zu schicken, sondern einfach nur hier auf dem Hafengelände. Also es ist noch schwieriger, weil das hier natürlich auch ein relativ großer Bereich ist. Und man darf aber nicht auf die Schiffe, die hier am Rand stehen, die im Wasser sind. Das ohne die Schiffe, nur hier auf Land. Okay. Ich glaube, das ist trotzdem... Oh, warte mal, schau mal, da vorne ist Amir. Wir beobachten mal Amir. Hey, hey, lass mich in Ruhe! Wo fährst du denn hin, Amir? Zeig doch mal, wo du dein Ding verstecken willst. Okay, aber Leute, ich fahr jetzt mal lieber woanders hin. Aber das ist schwierig, Leute. Wo werde ich hier das Ding verstecken? Es gibt hier sehr, sehr viele Orte, aber man darf auch nicht das Hafengelände verlassen, ne? Und man darf auch nicht außerhalb von den Schranken raus, ne? Das ist auch ein Punkt. Okay. So. Wobei, weißt du was? Ich will nicht so sein. Wir machen es doch schwieriger. Man darf doch auf die Schiffe noch drauf. Damit es einfach noch... Damit es einfach noch schwieriger ist. Ich dachte, es wird zu viel, aber... Warte mal, ich bin hier noch mit meinem ersten am Überlegen, wo ich das verstecken soll. Ich habe mein erstes schon versteckt. Wie, mit welchem Auto hast du angefangen? Auch mit dem Sportwagen. Auch mit dem Sportwagen, okay. Oh, warte mal, ich habe hier, glaube ich, auch eine schöne Location. Oh, das finde ich eigentlich gar nicht mal... Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, höre ich hier Amir in der Nähe? Nicht, dass jetzt hier Amir direkt schon mein Versteck weiß. Stell mal vor, Digga. Das wäre nix. Oh, Leute, ich sage euch ehrlich, ich finde das hier gar nicht mal so schlecht hier. So, zack, schön das Auto versteckt. Zack, Leute. Und damit haben wir auch unser erstes Auto. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten. So, Amir, weiter geht's. Ich mache jetzt mit meinem zweiten. Hä, du hast dein zweites schon? Ich mache mit meinem dritten. Leute, wie schnell ist Amir denn bitte? Oh mein Gott. Okay, wir müssen uns hier auch mal
Wir müssen uns hier mal ein bisschen anhalten. Aber gut, es sind auch erst 2 bis 3 Minuten rum circa. Also alles noch, wir sind noch voll im Rahmen, Leute. Alles ist gut. So, dann gehen wir mal hier hin. Vielleicht können wir das Motorrad auch irgendwie schlau nutzen und irgendwo hochspringen, Leute. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe da so eine Idee. Ich bin ja... Leute, vielleicht kennt ihr ja noch meine... oh mein Gott, das ist ja hier... Oh mein Gott, ich habe ein richtig gutes Versteck. Wisst ihr was? Das werde ich hier direkt mal nutzen. Das werde ich hier direkt mal nutzen. So, ich finde das hier gar nicht mal so schlecht. Zack. So, ist zwar jetzt... Ich will nichts sagen, aber ich finde es irgendwie gut. Ich finde es gut, Leute. Und das heißt, wir machen schon weiter mit dem nächsten Auto. Wir gehen wieder zum Start. So, oh mein Gott, haben jetzt nur noch ein Auto zum Verstecken. Ich bin jetzt erst bei meinem dritten und jetzt mache ich hier diesen großen, Leute. Oh, ey, du hast... Ey, Alter, du hast deine Rope Gun an meinen dran gemacht. Ja, hab ich gar nicht. Alter, ich bin auf einmal so rumgeflippt gerade. Was war das denn hier? Digga, aber, okay, guck mal, Leute, wie gut. Max lügen will. Ey, du willst hier mich sabotieren einfach. So ein Ding ist das. Wenn ich sabotieren will, hätte ich das schon lange gemacht. Oh, Leute, und das Ding ist, ich habe auch noch gar nicht die Rope Gun eingesetzt. Das kann ich jetzt eigentlich auch mal hier so machen. Vielleicht komme ich damit an ein bisschen an gute Orte. So, warte mal, wir gucken mal, ob wir da so... Ah, oder? Nee, schwierig. Nein. Es ist schwierig. Aber warte mal, ich hab da so eine Idee. Ich habe da so eine Idee, was wir hier mit dem Dicken machen können, mit dem großen Auto. Ich darf jetzt hier natürlich nicht zu viel sagen, weil Amir mich hier natürlich auch gerade hört, aber ihr seht ja, was ich hier gleich vorhab. Geht das denn hier? Schade, Marmelade. Ah, das geht gar nicht auf so eine krasse Distanz. Alter. Warte. Ey. Kann das mal bitte funktionieren? Nee, der ist zu fett, der ist zu fett. Ey, den Fetten zu verstecken ist halt super schwer, ne? Der Fette ist schwierig. Oh, let's go! Nee, mein Plan geht leider nicht auf. Ich wollte mich auch gerade mit der Rope Gun wo hochdingsen, aber das Ding ist einfach zu fett. Das ja, kriegst du, ja, das aber kriegst egal. Du... Ich hab mein Versteck schon. Das kriegst du nicht vom Boden. So, okay, lass mich auch mal überlegen. Wo können wir den Großen hier noch verstecken? Wo können wir den Großen noch verstecken hier? Ich wüsste, wo du den verstecken könntest, aber ich sag's dir nicht. Oh, ich hab eine Idee. Alles gut, ich brauch deine Idee nicht. Ich hab selbst gut genug Ideen. Oh nein, Alter. Ach, Digga, du lügst wahrscheinlich. Oh mein Gott, warte mal. Obwohl, nee, das ist nicht so gut. Nee, das ist doch nicht so gut. Ey, Leute, die Zeit läuft. Ich tue mich hier wirklich schwer mit dem Großen. Weil man halt auch wirklich in so... Man sieht zwar manchmal gut Verstecke, aber dann passt man da nicht rein oder so. Ist nicht so einfach. Du wirst es nicht schaffen. Alles gut. Ich bin auch gut in der Zeit. Danach noch einer, der leichter ist. Ich will dir ja keinen Druck machen, Max, ne? Aber wenn du nicht so gut Versteck hast und ich das finde, bist du im Nachteil. Ja, ich weiß, wie meine eigenen Regeln hier funktionieren. Die musst du mir nicht erklären, Amir. Weil ich tue mich hier wirklich... Man weiß ja nie, mein Junge. Man weiß ja nie. Ich tue mich hier wirklich gerade ein bisschen schwer. Das nächste Auto ist ja richtig, Baba. So, Amir, ich komme jetzt nämlich auch zu meinem letzten Auto. Du kleiner Paul Birchie. Boah, ich bin schon drin. Ja, ich bin auch schon drin. So, was haben wir hier? Oh, Leute, das ist ja hier quasi so ein modifizierter Scram-Chat hier. Okay, Leute. Ich werde den jetzt auch mal richtig... Oh mein Gott. Damit kann man natürlich sehr, sehr krasse Verstecke machen, weil man kann natürlich an sehr viele Orte damit hinfliegen und boosten. Da hast du mal ausnahmsweise recht, Max. Oh, da muss ich mal recht geben. Oh mein Gott, oh mein Gott, man kann damit ja quasi überall hinfliegen. Lol. Let's go! Oh nein, 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 der Boost ist weg. Oh. Okay, man muss natürlich aber trotzdem auch noch irgendwo schön landen, ne? Das ist, naja, okay. Okay, versuchen wir es nochmal und let's go! Whee! Alter, das ist total schwer damit irgendwo vernünftig. Obwohl, warte. Ja, du musst halt die Rope Gun damit kombinieren. Oh, stimmt. Stimmt, das ist. Ey, das muss ich ja jetzt alles erklären. Lifehacks oder so. Hier. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warte. Wie sieht's bei dir aus mit deinem Versteck? Weiß ich nicht. Oh mein Gott, hätte das funktioniert, Digga. Oh mein Gott, hätte das nur geklappt, Alter. Nein, 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 komm. Nein! Oh, ich bin wieder runtergefallen. Oh, Mann, das war so ein gutes Versteck, Mann. Oh mein Gott, wenn das funktioniert, dann bin ich... Ey, wenn das jetzt funktioniert, dann bin ich der größte Baba. GG. Dann bin ich der größte Babo, den es jemals gab. Wir haben jetzt nur noch eine Minute. Letzte Minute läuft. Oh mein Gott! Ey, Max! Oh, warum habe ich den Sprung nicht aufgenommen? Digga, das wirst du mir sowieso nicht glauben. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich bin aber auch wirklich an einem richtig guten Ort. Das war wirklich die Meta, was du mir verraten hast mit dem Rope Gun-Ding. Das ist doch kein Problem. Ich helfe doch meinen Jungs hier. Das war eigentlich ein bisschen dumm schon wieder von dir, dass du mir das verraten hast. Ja, ich will halt Gegner haben, weißt du, Bro? Aha. Ja, ist ja langweilig, wenn ich Gegner habe. Komm.
Okay. Ja, ich glaube, das ist gut hier. Ich bin fertig. Ich glaube, das ist gut. Oh mein Gott. Ja, ich bin auch fertig. Dann treffen wir uns jetzt wieder am Start und dann beginnt das Hide and Seek, Leute. So, Amir, jetzt ist die Zeit abgelaufen. Ich hoffe, du hast deine Autos gut versteckt. Ey, ich hab dir versteckt, Max, du hast so viel Zeit gehabt. Guck mal, ich habe uns beiden noch Motorräder besorgt, uns versuchen können. Aha, oh, das ist korrekt von dir. Du bist ja seit wann bist du so ein Ehrenmann, dass du dir direkt Motorräder für uns besorgst? Mhm. Ja, kein Problem, Bro. Fahr damit mal ein bisschen rum, ja? Ja, danke. Hä? Ja. Hä, weil damit ist doch gar nichts mit dem Motorrad. Hä? Ich weiß nicht, was du hast, Amir. Das Motorrad funktioniert astrein. Hä, wollt ihr mich hier sabotieren oder so? Nee, Real Talk, das funktioniert. Ey, egal. Er wollte mich sabotieren, aber geht alles gut. Let's go, Leute. Jetzt wieder 10 Minuten Zeit hier zum Suchen. Und ich werde hier mal direkt rumfahren. Wir werden hier mal direkt relativ außen. Oh mein Gott, hä? Der Hafen ist ja hier übelst groß. Man hätte hier noch voll weit nach außen gehen können. Warum habe ich das denn nicht gemacht hier, wo ich hier gerade rumfahre? Hä, lol. Egal. Wobei, wisst ihr was? Ich fange mal erstmal mit dem Auto an, was wir nämlich gerade eben schon gesehen haben beim Verstecken. Hast du ein Auto von mir gesehen? Ich habe nämlich ein Auto gerade schon gesehen, als ich eins versteckt habe von mir. Und zwar ist das der wunderschöne, dieser Sportwagen da oben auf den Containern drauf. Oh. Aber wie komme ich denn jetzt aber da hoch, ist die Frage. Ja. Okay. Aber hier ist so eine Leiter, wo man laufen kann. So, alles gut. Und da habe ich nämlich schon direkt den ersten gefunden, Amir. Oh nein, Leute, was ist das für ein Lacker? So, da merkt man einfach wieder, dass du nicht gut verstecken kannst. Oh, ja, komm rüber. Ja, perfekt, Leute. Und da sitzen wir im ersten drin. Ich habe einen Sportwagen, sehr, sehr wichtig, weil auch eins der Disziplinen am Ende ein Rennen sein wird. Deswegen schon mal wichtig, dass wir hier den Sportwagen abgesaved haben. Den werde ich jetzt an den Start fahren, Leute. Und dann können wir nämlich direkt weitermachen. So, zack, dann haben wir den nämlich schon mal abgesaved. Wisst ihr was? Wir parken den jetzt auch einfach. Man muss die Autos auch direkt wieder zum Start bringen, ja? Okay. So, zack. Und dann geht's weiter, Leute. Okay, also das ist natürlich schon mal, dass wir gut in der Zeit sind. Ich werde jetzt hier mal weitermachen. So, dann schauen wir mal hier oben. Dann gehen wir mal hier auf das Boot hier drauf. Oh, oh. Ich habe auch was gefunden. Oh nein, was hast du gefunden? Warte mal, ist das auch der Sportwagen? Was hast du denn gefunden? Nein. Oh mein Gott, wie lucky bist du denn hier hochgekommen auf dieses Schiff? Ah, den Scram-Chat. Du hast den Scram-Chat, ne? Ja, Oh mein Gott. Ja. Alter, jetzt fahre ich hier schon. Ich fahre hier auch gerade auf so einem Schiff rum. Ich hoffe einfach mal, dass du das hier genutzt hast. Aber warte mal, ich glaube, ich muss hier aussteigen. Wir müssen hier nochmal suchen, Leute. So, einmal hier absteigen. Zack, hier auf die Container hoch. Oh mein Gott, ich habe den Großen. Hä, wie bist du denn mit dem Großen hier hochgekommen? Du bist doch am Cheaten, Alter. Mit der Rope Gun, aber das war wirklich ekelhaft, Digga. Alter, krass. Das war wirklich ekelhaft. Deswegen hast du mich um der Zeit wieder eingeholt, dass wir die gleichen Outs wieder bekommen haben. Krass, dass du den Großen hier oben hinbekommen hast. Aber Leute, sehr, sehr gut. Das bedeutet, wir haben jetzt schon das zweite Auto. Also die Hälfte der Autos haben wir gefunden und es sind gerade mal 3 Minuten over. Also wir sind eigentlich sehr, sehr... Oh mein Gott. So. Mein Gott, das ist hier manchmal ein bisschen rumglitschen, das Auto. Also, wir sind hier sehr, sehr gut in der Zeit. Ich will aber auf jeden Fall noch den Scram-Chat finden, Leute. Scram-Chat ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Auto wegen den Spezialfunktionen. So, leider hat Amir den schon gefunden. Vielleicht hätte ich mir da ein bisschen extra Mühe geben sollen. Aber alles gut, Leute. Halb so wild. Ich parke das zweite Auto jetzt auch schon am Start. So, zack, Amir. Wie sieht's denn bei dir aus? Oh, erst ein Auto, Mr. Schmalspurer. Ja, ist doch kein Problem, mein Minion. Minion ist doch geh kein Problem. So, Amir, was weiß ich? Was willst du hier sagen? Ich hab doch schon mal das beste Auto, ne? Das ist schon mal ein Pluspunkt, ne? Also das heißt, ja, das stimmt allerdings. Ein, zwei Schmalspurautos holen und dann habe ich das Ding auch wieder gewonnen. Das muss ich dir lassen, so. Den Scram-Chat will ich auch noch finden. Das Ding ist halt mit dem... Was denn? Also, dass du das versteckt benutzt hast, ist ja wirklich schon Beleidigung, Max. Du hast das in der Garage hast du gefunden. Ja, natürlich, Alter. Hast gedacht, dass es so obvious, dass ich gar nicht erst nachgucken werde? Ja, ich schwör's dir. Ich dachte, das ist wirklich so ein Bummi versteckt. Bestimmt schaust du da gar nicht rein. Ey, das könntest du gegen Rostock oder Humor, aber nicht gegen mich. Okay. Ich wusste das, als du so gelacht hast. Die Frage der Fragen ist jetzt, wenn du mit dem Scram-Chat auf ein Dach draufgesprungen bist, wie komme ich da hoch? Die Fragen aller Fragen. Das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, man könnte mit dem Scram-Chat, aber es ist schwierig, auf dem Dach zu kommen damit, ne? Ja. Weil du hast ja nur einen Boost. Also ich sag dir, ein Dropgun ist schwierig. Aber also wenn du irgendwo drauf gelandet bist, wo ist der Scram-Chat von Amir? Komm, einmal hier hoch. Oh nein, oh Mann, das funktioniert nicht. Shit, Leute, so geht das hier nicht. Hab's versucht, mit der Rope Gun hochzukommen. Hat leider nicht funktioniert hier. Ist die Frage. Hier bist du auch. Hier willst du auch hoch. Ja, ich wollte auch hier gerade hoch. Wow. Aber wenn du hier hoch willst, hast du nichts versteckt da. Okay, danke.
Na, wer weiß. Vielleicht will ich ja nur gucken, ob du nach mir da noch was hingemacht hast. Also, sonst wüsste ich ja, wo das schon ist. Dann würde ich auch schon längst abholen. Ja, egal. Leute, ich verschwende hier nur Zeit. Ich komme da nicht hoch. Ich muss aufhören, hier meine Zeit zu verschwenden. Da ist doch eine Leiter. Du kannst auch hochklettern. Ach so, oh, ist da eine Leiter? Ja. Okay, das ist natürlich die Voraussetzung bei der Challenge, dass man nur in Orte hingeht, wo man auch wirklich hinkommen kann und das finden kann. Sonst ist es natürlich unfair. So. Oh mein Gott, war das schlau von mir gerade. Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Nein. Hey, stell dir vor, wir finden beide nur so zwei Autos und das war's, Alter, weil wir einfach zu gut versteckt haben. Alter. Okay, also ist jetzt die Hälfte der Zeit ist circa um. Ich sag dir hart auf hart, das Scramjack, das war das beste Versteck von mir. Das könnte halt in so vielen Containern hier sein. Es kann wirklich überall sein. Es kann wirklich überall sein, Digga. Aber das, was schick, was ich da so, ich mach hier mal ein bisschen die Bunnyhop-Funktion an beim Motorrad, Leute. Ey, sag dir hart auf hart, Max. Ich hätte das aufnehmen müssen, um dir zu zeigen, wie krass ich das gemacht habe. Du bist locker in irgendeine so kleine Rille hängst du drin. Digga, also wenn das findest, Digga, not bad. So, und wir müssen uns merken, die Autos von Amir sind orange, ne? Ui. So, Amir, Amir, Amir. Was hältst du davon, wenn wir uns einen Tipp geben? Okay. Jeder muss einen Tipp geben. Mhm. Fang an. Also meins ist auf etwas durchsichtbar, so durchsichtbaren drauf. Etwas durchsichtbaren? Ja, du kannst da eigentlich so durchgucken und da ist es drauf. Okay, jetzt will ich einen Tipp haben. Hä? Okay, oh mein Gott, hör, warum wurden wir so weggeklitscht, Leute? Okay, Leute, das könnte meinen, dass Amir... Oh Gott, ich bin zu dumm. Das könnte meinen, dass Amir vielleicht irgendwie in einem Container oder so, weil er meinte, was durchsichtbar. Aber ich muss auch noch einen Tipp sagen. Und zwar, lass mich mal überlegen, was fehlt dir denn überhaupt noch an Dingern? Also ich habe das große und ich weiß meine Sportwagen? Ganzen Autos schon gar nicht mehr, wo ich die versteckt habe. Motorrad und Sportwagen brauche ich einmal, ja? Warte mal, lass mich mal überlegen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich die hin habe. an einem dunkleren Ort. Dunkleren Ort? Das heißt, du musst irgendwo unter irgendwas drunter sein oder irgendwas, wo es viel also, Schatten ist. Ja, schattenmäßig. Okay, jetzt habe ich dir aber auch schon einen dicken Tipp gegeben. So. Mhm. Was meint ihr mit was Durchsichtbarem, Mann? Ich habe keine Ahnung. Ich fahre hier mal das Schiff noch ab. Also ich vermute, Amir meint einen Container. Okay, damit. Weil du mir so einen guten Tipp gegeben hast, sage ich dir, es hat nichts mit dem Schiff zu tun. Es hat nichts mit dem Schiff zu tun. Das Ding ist, es könnte ja ein Container sein, aber Alter, wie viele Container gibt's hier? Ja, was ist denn Container durchsichtbar? Das ist die Frage. Ja, also diese offenen, es gibt ja immer mal wieder so offene Container, weißt du, wo man so reinparken kann. Echt? Oh mein Gott, Leute, ich finde einfach nichts und wir haben jetzt nur noch 3 Minuten Zeit. Die Zeit ja, läuft. Ja, aber weißt du, was Schlimme ist? Ich finde auch nur, ich habe auch nur 2 gefunden. Ich weiß gar nicht mehr. Sind wir beide einfach zu gut? Ich glaube, wir haben richtig gut. Man muss aber auch sagen, guckt euch das hier mal an. Was ist das hier für ein Ding? Das könnt ihr hier wirklich überall sein. Ja, besonders ohne Fotos. Hätte ich Fotos und so, wüsste ich überall, wo alles ist. Da hätte ich gar kein Problem mit. Aber ohne Fotos, einfach hier alles abzusuchen, Digga, das ist nicht einfach, Leute. Was hältst du davon? Wir suchen jetzt noch 1 Minute und dann aktivieren wir einen Foto-Joker. Dass wir zumindest alle beide auf 3 Autos kommen. Okay. Ein Foto-Joker. Okay. Das finde ich ist eine gute Idee. Okay. Bist du es sichtbar? Mann, was meint Amir denn? Ich kann auch mit dem Tipp, kann ich... Nee, warte, doch nicht. Doch nicht. Oh, habe ich gerade Angst bekommen, Bro. Nein, das Ding ist, ich bin so lost, Digga. Ich sehe da, ich habe ein Auto von mir gesehen und dachte aber, es wäre eins von dir. Aber das war eins von mir, von meinen Versteckten. Ja, warte mal, wenn das stimmt, wo du bist gerade, bitte. Nee, ich bin schon woanders hingefahren, als du das gesagt hast. Da bin ich schon ganz schnell woanders hin. Okay, also Leute, ich muss sagen, ey, also wir haben wirklich krass Verstecke. Wir haben wirklich sehr, sehr krass Verstecke. Ey, wenn du meins sehen wirst, würdest du sagen, oh, wie bin ich darauf gekommen? Vielleicht da oben auf den Kränen. Ich will jetzt mal noch eine Sache testen, bevor ich aufgebe. Kann man hier, ja, warte, man kann hier auf so einen Kran drauf. Ich will noch einmal hier von oben vielleicht runter gucken auf die Karte. Ja, okay, allein wenn du schon sagst, okay, man kann auf so einen Kran drauf, weiß ich schon mal, dass keins deiner Autos auf so einem Kran ist. Weiß, es gibt hier viele Kräne. Nein, bei dir ist keins drauf. Es gibt hier sehr, sehr viele Kräne. Ich poker und sag nein. Ey, Digga, ich finde deins aber auch nicht. Digga, das mit dem Schatten ist zu wild, Alter. Könnte halt auch hier an sehr, sehr vielen Orten sein. Ja, Digga, das ist doch gefühlt zwischen jedem Container Schatten. Ja, das ist das. Okay, Bratun. Ich gucke jetzt hier noch einmal runter auf die Karte und wenn ich jetzt hier nichts finde, dann... Dann machen wir hier Foto-Joker aktivieren. Für ein Fahrzeug oder für beide? Für ein Fahrzeug. Wir müssen uns damit 3 geschlagen geben. Okay, sehr gut. Das heißt, ich gebe dir einfach nur das Motorrad dann und nicht den Scramjet. Ah, oh, ist das schön. So. Ist das schön, Leute, arm hier zu sein. Und ey, das ist das Versteck von dir gefunden habe. Okay, ich gebe auf. Okay, wir machen jeder ein Foto, gut, ja? Gut, dann jetzt jeder ein Foto machen und sich gegenseitig zuschicken. Oh, Leute, ich weiß schon. Das Ding ist, was gebe ich Amir? Gebe ich ihm...
das, den Sportwagen fehlt noch, glaube ich. Oder doch, der Sportwagen fehlt dir und das Motorrad. Yes, ich glaube, ich gebe Amir. Ich glaube, ich gebe ihm den Sportwagen. So, Leute, also wir machen jetzt hier mal schön ein Foto, was wir dann Amir zuschicken werden. Hier von der Location. Ich glaube, mein man Foto ist raus. Man kann es sehen. Okay. Okay, Leute, Amir hat mir auch sein Bild geschickt. Wir schauen da jetzt mal rein. Hä? Lol, wie bist du denn da hochgekommen, Alter? Ja, mit Katapult. Du musst halt, lol, während du fliegen bist, dann sofort wieder auf Wegmachen drücken. Okay, okay, ich weiß doch, wo das ist hier. Ich weiß doch, wo das ist. Hey, warte mal. Ich glaube, das ist voll in der Nähe von der Location, was, nein, ich dir geschickt habe. Ich sehe dich doch gerade hier durch den Zaun. Willst du mich verarschen? Lol, Digga. Nein. Oh mein Gott, der ist einfach nur hier. Ich denke mir gerade so, hey, das ist doch hier. Einfach gleiches Gebäude und er ist dann da oben. Warte, ich hab's auch gefunden. Das heißt, ja, da oben ist das Motorrad. Ich hab's schon gesehen. Oh mein Gott, Leute. Checkt ihr das? Aber okay, das heißt, jeder hat drei Sachen gefunden. Wir gehen jetzt wieder an den Start und dann fangen wir mit den Challenges an. So, Amir. Also, Amir hat hier den Sportwagen, Scramjet und den Truck. Ich hab den Truck, Sportwagen und Motorrad. Leider nicht den Scramjet. Aber Amir, wo hast du den Scramjet versteckt? Jetzt sag mal. Okay. Alles klar, komm mit. Oh mein Gott. Hier auf diesem, ey, man hätte halt wirklich jedes Dach, da reichen halt, Digga, keine, Bruder, da reichen halt keine 10 Minuten dafür. Ja, weißt du, das Ding ist, ich habe da hinten gestartet, bin gejumpt, schon kehrt gerade nach oben und einfach rumgeflogen. Krass. Ich war bestimmt 20 Sekunden in der Luft drin, crazy, und bin hier gelandet. Crazy. Ja, ist auf jeden Fall gutes Versteck, ey. Ja, also wirklich, da hätte man ja, also das, da reichen keine 10 Minuten, um das hier alles und zu machen. Und da reicht auch keine Rope Gun, Digga. Ich hab so ein Rope Gun. Digga, soll ich dir mal mein Versteck zeigen jetzt für das Motorrad? Das ist eigentlich so bummihaft, dass du das nicht gefunden hast. Ja, ich habe doch gesagt, mit meinem Tipp ist an einem schattigen Platz hier. Ey, nein. Das ist so ein Bummi-Versteck hier. Hier habe ich gar nicht nachgeschaut, war ich die ganze Zeit nicht. Aber gut, Leute, jetzt fangen wir mit den Challenges an. Okay, Amir, wir machen folgende Disziplin. Einmal ein Rennen, ein Sumo-Battle und einmal die Eisrampe hochfahren. Entscheide dich gut. Wir werden mit dem Rennen anfangen. Welches Auto nimmst du? Na gut, dann nehme ich das hier. Oh, er nimmt den Sportwagen. Ich muss jetzt halt ein bisschen taktisch überlegen, Leute. Ich brauche auf jeden Fall den Truck für das Sumo-Battle. Das Motorrad ist, glaube ich, nicht so gut für die Eisrampe. Da nehme ich lieber den Sportwagen. Das heißt, ich werde das Motorrad fürs Rennen nehmen, Leute. Ist aber auch nicht schlecht, weil man natürlich auch schön wendig damit ist. Und zwar, Amir, mach dir mal die Karte auf. Mhm. Wir werden jetzt ein Rennen machen. Wo sollen wir hin? Lass mich mal überlegen. Okay, bis hinten in den Kreisel zur Grove Street. Okay. Die Strecke müssen wir fahren. Warte. Oh, ich hänge gerade fest. Oh, ich hoffe, das ist ein gutes Race-Motorrad. Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go! Oh, let's go! Oh mein Gott, das Motorrad ist zum Glück relativ schnell. Und das ist auch sehr wendig, das muss man natürlich auch sagen. Oh, let's go, let's go. Vielleicht ist das Motorrad sogar relativ gut für so ein Stadtrennen, weil man hier so... Oh nein, er hat ja hier die Abkürzung genutzt. Weil man hier schön zwischen den Autos hin und her fahren kann und sehr schön wendig ist. Yippie! Oh nein. So, jetzt, ich darf jetzt nur nicht crashen, weil wenn ich crashe, dann kostet mich das richtig viel Zeit, weil ich ja... Max, aufpassen! Vielleicht ramme ich dich ja auch. Oh nein. Weil ich ja dann quasi... Neu aufsteigen. Ey, genau, wenn ich fahre, fährt ein LKW und ein Auto nebeneinander. Ja, sehr gut. Jetzt eine will nach links ziehen. So, komm. Nein, ey, scheiße. Oh, es läuft sehr gut. Das für das Rennen, für dieses Stadtrennen hier ist das Motorrad wirklich sehr gut. Ja. Guck mal, ich fahre hier durch die kleinsten Öffnungen durch. Zack, zack, zack. Egal, sehr wendig. Ist auch super schnell. Sehr, sehr wendig. Ist auch schnell. Ah, nein. Ja, ich bin in der Crow Street. Let's go. Nein, wann kommst du an? Wir gucken mal noch, wann Amir ankommt. Ich bin jetzt da. Nee, ich sehe dich hier noch nicht. Oh, warte, jetzt hier um die Ecke. Ach, da ist er ja. Ach, Digga, ey, so ein Schmutz, der Verkehr hat mich. Okay, das heißt erstmal 1-0 für mich, Leute. Ey! So, meine Freunde, dann kommen wir zur nächsten Disziplin, und zwar die Eisrampe. Jetzt hier, Ami hat sich für den Scramjet entschieden. Das ist eigentlich so ein safes Play mit dem Düsenantrieb. Ich werde hier den Sportwagen nehmen, weil der natürlich besser ist als dieser fette Panzer. Dann würde ich sagen, Ami, komm, mach mal. Fahr mal hoch. Okay. Das ist doch hier so ein Safe Game für den Ami. Ja, natürlich. So, wir fahren natürlich erstmal ganz normal hoch erstmal. Und ja, jetzt wird er gleich hier die Düse zünden und dann Abfahrt. Soll ich mit Düse machen? Ich kann auch anbieten, dass ich ohne mache. Denkst du, schaffst du auch ohne? Nee, glaube ich nicht. Du musst die Düse verwenden. Ich glaube, er muss die Düse verwenden. Ja, klar, mach ich doch gerne! Yippie! Ja, okay, er ist natürlich bis nach ganz oben gekommen. So, und jetzt komme ich, Leute, hier der Sportwagen. Vielleicht schaffe ich es damit ja auch nach ganz oben. Das wäre relativ krass, Leute. Dann wäre das sogar ein Unentschieden. Ach, man würde jetzt ja erstmal abgebremst, aber jetzt gut Geschwindigkeit aufbauen. Speed aufsammeln. Oh nein, ich werde schon langsamer. 90. Nein. Ja. 95. Nein! Ja! Oh mein Gott! Let's go! Nur bis 95. Ey, es war voll knapp, aber das bedeutet,
1:1 und wir kommen zur finalen Disziplin und zwar dem Sumo-Battle. Und Leute, wir kommen zum finalen Battle. Es steht 1:1. Also jetzt wird es hier entscheiden, wer der Gewinner ist. Und zwar das Sumo-Battle. Wir beide nehmen hier diesen großen Panzer. Also die Autos sind gleich stark, aber wer weiß, ne? Der Fahrer kann ja auch noch viel ausrichten. Dann würde ich sagen, geh an die Startlinie, Amir. Bin ready. 3, 2, 1, let's go! Oh mein Gott, nein. Ich muss ihn outplayen. Du outplayst niemanden hier! Oh mein Gott, nice, ich hab mich wieder gedreht. Wichtig, komm! Max? Wie macht er das? Ich weiß es nicht, was ich mache. Ich drück nach vorne. Oh nein, warum habe ich ihm meinen Trick verraten? Ah, warte mal. Komm, weg mit dir, Schmutzbengel! Nein! Let's go, Leute! Oh mein Gott, das war aber ein knappes Battle gewesen. Hier das Hide and Seek gegen Amir. Leute, checkt gerne Amir aus. Lasst ein Like und ein Abo da und bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crymax.